Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Craft Attack 6, meine lieben Freunde. Was alles im Stream passiert ist und vor allen Dingen, wie der Fortschritt am Berg aussieht und wie wir gleich ein bisschen weiter am Adventure Time Shop machen, das seht ihr nach einem kurzen Intro. Let's start again. Ja, meine lieben Freunde, erstmal die wichtigste Info zum Anfang. Ich weiß noch nicht, wann ich heute genau mit dem Livestream starten werde. Ob ich um 10, wenn dieses Video online geht, am Stissel bin oder um 12, 14, 16, 18 Uhr rum. Ich weiß es noch nicht genau. Denn ich muss an der Stelle mal gestehen, Leute, ich bin ein bisschen ausgelaugt. Ich würde heute mal versuchen, ein bisschen zu chillen. Und sobald ich der Meinung bin, yo, ich bin ein bisschen fit genug, dann fange ich an zu streamen. Ich hoffe, ihr gebt mir diese Zeit ein bisschen mal, mich auszuruhen. Ja, ich habe jetzt die letzten, ich glaube, 3-4 Wochen ziemlich krass durchgepowert, was Livestreams anging. Und teilweise auch mehrere Tage am Stück ohne eine Pause. Und jetzt ist einfach mal bei mir so ein bisschen der Moment gekommen, wo ich sage, okay, ich muss wahrscheinlich ein klein wenig chillen. Für die Leute, die gestern den Stream verfolgt haben, auch nochmal die Info. Ich habe jetzt alles mit Sword Art Online eingestellt. Also wir werden heute auf jeden Fall das Spiel irgendwann noch zocken. Aber wir werden natürlich erstmal mit Craft Attack beginnen. Also das heißt, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, wann der Stream losgeht, dann auf jeden Fall entweder Twitter im Auge behalten oder hier auf YouTube den Community-Bereich. Denn da poste ich immer, sobald ich am Stream bin. So, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Zuallererst zeige ich euch mal, wie der Fortschritt am Berg aussieht. Balui ist ja hier zurzeit seinen Turm am Weiterbauen. Ja, der macht hier auch gute Fortschritte an seinem Turm. Wir gucken uns das mal eben an hier, das Ganze. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich bin mal gespannt. Hat ein bisschen was von so einem Abwasserrohr momentan, sein Turm. Aber gut, viel habe ich da auch nicht erwartet. Hier ist es mal wieder wie immer schön am Schneien. Und ihr seht, ich habe es gestern vollendet, Leute. Ich habe gestern hier das Stück komplett fertig runtergerodet. Ja, hier ist alles weg an Berg, was weg musste. Ja, da seht ihr oben, wo die Pyramide ist. So hoch war das vorher. Und jetzt ist das alles hier weg. Wir müssen jetzt hier noch komplett einmal auffüllen. Hier muss ich noch alles dann voll machen. Das werde ich dann heute im Livestream tun. Und dann müssen wir hier noch den Rest runterroden. Hier, das Stück noch. Und dann sind wir komplett durch mit dem Berg. Dann kann es losgehen mit dem Bau von Hohenehr. Und ja, ich glaube, ich liege sehr, sehr gut im Zeitplan, wenn ich jetzt sage, dass ich bis Ende der Woche safe mit dem Berg fertig werde, so wie es aussieht. Das heißt, wir können dann nächste Woche irgendwann mit dem Bau von Hohenehr beginnen. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf und habe da auch richtig, richtig Bock zu. Und hier geht es generell echt sehr gut voran im Eisernen Pakt. Man muss ehrlich sagen, ne, wir haben sehr, sehr langsam gestartet. Ja, Stadt Rot war relativ schnell. Da waren einige Häuser und so hochgezogen. Aber man muss sagen, jetzt der Eiserne Pakt, wir geben richtig, richtig Gas und das sieht hier schon sehr, sehr geil aus. Ich werde mich auch jetzt drum kümmern, in Kürze dann diesen ganzen Weg hier noch schöner zu machen und alles. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr nice werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, liebe Freunde. Und zwar brauchen wir ein wenig Holz. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch Stämme habe. So wie es aussieht, aber leider nicht. Doch, hier haben wir noch 64 Spruce Wood oder Spruce Logs. Und dann haben wir hier auch noch ordentlich Stone Bricks. Übrigens, das muss ich auch mal am Rande erwähnen, heute erwartet euch ein neues Hytale News Video, denn es wurde etwas Neues veröffentlicht von Hytale. Und ja, da wird heute auf jeden Fall ein News Video kommen. Ich denke mal so um 14 Uhr rum wird das dann an den Start gehen. Will ich jetzt aber noch nicht zu 100% versichern. Kann auch sein, dass es vielleicht um 12 kommt. Ja, aber ich denke eher so 14, 16 Uhr rum, da wird das Video dann veröffentlicht werden. Und dann gibt es erstmal schöne neue News über Hytale, meine lieben Freunde. Ja, hier wollte ich ja quasi die Verkaufsbar hinmachen oder den Verkaufsbereich, wobei ich glaube, hier werden wir eher den Rüstungsbereich machen. Das heißt, hier werden OP-Rüstungen verkauft. Da werden wir nämlich jetzt hingehen und werden das dann folgendermaßen machen. Und zwar, genau, kommt hier nämlich jedes Mal so, ja, ich muss mal eben schnell eine Axt holen. Ich glaube, hier unten habe ich noch keine Ender-Chest hingestellt, oder? Habe ich hier unten eine Ender-Chest? Ja, da habe ich eine. Okay, dann machen wir das lieber so. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, das ist die mit Silk Touch. Weil ich will die Ender-Chest hier safe abbauen. So, dann machen wir das so, dass wir die hier hinstellen. Das passt besser. So, dann nehmen wir jetzt das. Genau. Das Holz muss ich nochmal abbauen. Das kann ich gar nicht so stehen lassen. So, und dann stellen wir das so hin. So, 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 so. Genau. Dann kommt das so. Ah, Moment.
Und dann nehmen wir nämlich jetzt hier unsere Axt und dann machen wir hier so, einmal so, zack. Und dann sollte das auch passen. Hier hinter muss ich nur schauen. Ich glaube, das sollte ich lieber ausleuchten. Da werde ich dann, glaube ich, 2 Seelaternen hinbauen, ja. Und dann müssen wir nämlich gucken. Dann werden wir jetzt immer hier schön dazwischen Stein arbeiten. Wobei, ich bin sogar am Überlegen, ob es nicht sogar besser wäre, auch mit Stein dazwischen zu gehen. Wobei, nee, das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht mit dem Stein hier dazwischen. Dann machen wir das erstmal lieber so wieder. Zack, genau. Und dann machen wir hier auch wieder so zack, 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 zack. Und dann müssen wir nämlich jetzt hier diese ganzen Teile so weiterbauen, diese ganzen Kapseln. Weil hier werden dann nämlich die OP-Rüstungen reinkommen, die die Leute dann kaufen können. Das heißt, ich hole jetzt mal eben Seelaternen. Und fange an, hier schon mal diese ganzen Kapseln zu bauen. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum die Facecam aus ist oder warum heute keine Facecam-Video ist, ich bin einfach mega, mega hart im Eimer. Also ich bin wirklich richtig, richtig hart im Eimer. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist, glaube ich, sinnvoller, heute die Facecam auszulassen und einfach, euch nicht meine hässliche Fratze vor die Augen zu setzen. Ich habe jetzt versucht, das Ganze so freundlich wie möglich auszudrücken, bevor die Ersten wieder anfangen. Oh, Kevin, ey, du machst dich immer selbst so fertig. Das solltest du nicht tun. Nein, ich meine das natürlich mit Humor. Ich bin echt ein bisschen im Eimer, Leute. Und deswegen, ich wollte jetzt einfach gucken, dass ich mein Video heute fertig mache und dann werde ich mich danach, glaube ich, nochmal ein Ründchen schlafen legen. Obwohl, ich bin gestern eigentlich echt sehr früh schlafen gegangen, muss man sagen. Also ich habe gestern mit meiner Freundin zusammen, wir haben ja jetzt unsere Couch endlich, ne, haben wir noch einen schönen Film geguckt. Ich weiß nicht, was für einen Film sie geguckt hat, aber wir haben einen Film geguckt. Also, okay, ich gebe es ja zu, Leute. Eher die Julia hat den Film geguckt und ich habe geschlafen. Ich muss aber auch dazu wirklich sagen, Leute, ich bin echt ein bisschen müde gewesen gestern. Ich bin, weiß ich gar nicht wann, ich habe ja so gegen 20 Uhr, glaube ich, aufgehört zu streamen gestern, ne? Oder nee, es war schon fast 9 Uhr, es war sogar schon fast 9 Uhr. Da bin ich rüber und ich weiß nicht, wie lange der Film lief. Auf jeden Fall ging der irgendwie bis abends und als er dann fertig war, hat meine Freundin mich halt wach gemacht, weil die meinte, yo, willst du nicht lieber ins Bett schlafen gehen? Und dann bin ich ins Bett rübergegangen, ich bin sofort weggenickt. Hatte dann aber auch zur Folge, dass ich dann, um 5 Uhr morgens wach war. Ich bin jetzt seit 5 Uhr morgens wieder wach. Das ist halt so mein Rhythmus im Moment. Ich mache dann viele Dinge immer früh morgens, damit ich dann halt einfach so meinen, ja, Rhythmus beibehalte. Ich muss dazu sagen, die letzten Tage bin ich immer um 8 oder um 9 Uhr aufgestanden. Das kann sein, dass ich deswegen jetzt auch so hart im Eimer bin, weil ich jetzt so früh aufgestanden bin heute. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil dann kann ich mir nämlich direkt angewöhnen, dass ich das so beibehalte. Dann bin ich nämlich auch wieder in meinem alten Rhythmus, weil normalerweise bin ich auch so der Typ, der immer so früh aufsteht eigentlich. Ich mag das gar nicht so lange rumzudösen im Bett und bis, weiß ich nicht, vormittags, mittags zu schlafen. Wind immer, keine Ahnung, dann verpasst man zu viel vom Tag. So, jetzt setzen wir hier auch noch diese Seelaternen rein. Sehr schön. Also wir haben jetzt fast alle Kapseln hier bald gebaut. Also ich sag da schon Kapseln zu, also Aushängedinger. Und hier passen auf jeden Fall überall OP-Rüstungen rein. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel auf Lager haben. Geiles Ding auf jeden Fall. Ich werde jetzt erstmal diese Dinger hier weiterbauen. Gut, jetzt ist natürlich mir das Holz ausgegangen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz holen. Aber ich habe jetzt 7, ich werde vielleicht 8 von den Dingern hinkriegen. Das heißt, 8 OP-Rüstungen kann ich hier ausstellen. Ich weiß nur nicht, wie man einen Armor-Stand baut. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen, weil dann kann ich nämlich gucken, dass ich da schon mal welche reinstelle. Dann gehen wir mal eben kurz hoch in die Basis und dann schauen wir uns mal an, wie das nochmal ging, einen Armor-Stand zu bauen. Ich meine, man hat dafür irgendwie diesen Cleanstone gebraucht, diese Cleanstone-Slabs. Und ich glaube Sticks. Ich bin mir da aber auch nicht mehr zu 100% sicher, deswegen müssen wir mal gucken. Armor. Da haben wir einen Armor Stand. Ja, genau. Sticks und diese Slabs brauchen wir. Das heißt, Slabs hatte ich sogar, glaube ich. Ja, haben wir sogar im Inventar. Und dann brauchen wir jetzt ordentlich Sticks hier erstmal. Dann nehme ich mal hier eben kurz den Stuff. So, zack, zack. So, dann machen wir ordentlich Sticks hier und dann Armor. So, zack. Ja, machen wir mal direkt ein paar mehr von den Armor-Stand. Dann können wir nämlich jetzt direkt unten im Laden mehr verbauen. Und dann können wir da nämlich schön unsere Rüstungen aushängen. Das ist richtig, richtig geil, Leute. Wir brauchen natürlich auch Item-Frames, ne? Weil damit können wir dann Schwerter und Spitzhacken aushängen. Auch eine sehr, sehr geile Sache. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin. So, zack. Und dann stellen wir die genau
So, hier schön aus, die Rüstungen. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr fein aus, Leute. Also so langsam, aber sicher nimmt unser Adventure Time Shop hier Form an. Das wird ein richtig geiler Laden für Ausrüstung. Der Trankomat, der funktioniert auch schon, also unsere Braumaschine, ja. Und das hier funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Wir müssen nur mal gucken, ob ich hier vielleicht nicht sogar eine Beleuchtung einbaue. Ich glaube, das wäre sogar besser, wenn ich eine Beleuchtung in diese Fenster einbaue. Wartet mal ganz kurz, wir ändern das nochmal. Wir gehen jetzt hin, zack, zack, zack. So, dann müssen wir diese Dinger einmal abbauen. So, und ich glaube, ja, hier nehmen wir das Holz raus und dann baue ich hier schön Seelaternen rein. Und dann stellen wir die da drauf. Ich glaube, das ist besser, weil dann erkennt man einfach mehr. Ja, das ist viel, viel besser mit den Seelaternen, Leute. Ohne Witz, das sieht geiler aus. Ich glaube, das ist mit den Seelaternen besser. Dann ist das hier viel, viel mehr ausgeleuchtet und man erkennt viel besser, was es hier alles so in diesem Shop gibt. Ja, an Sachen, die man quasi kaufen kann. Ja, ich glaube, da sollte ich lieber meine Axt für nehmen. Geht dann doch ein bisschen schneller. Komm. Ah, komm schon. So, und dann bauen wir das auch wieder ab. Dann habe ich hiervon auch wieder welche. Dann ist das auch kein Problem mehr. Dann haben wir nämlich das Holz schon mal für die nächsten Dinger. Da. So. Dann nehmen wir hier die Armor-Stands. Setzen die wieder so ran hier. Zack, zack. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann können wir jetzt hier drinnen schon mal die nächsten Armor-Stands auch hinstellen. Und ich kann hier, ja, schon mal das Holz so anbringen, dass es auf jeden Fall auch passt. Dann könnten wir nämlich hier so, zack, und dann passt hier genau nochmal ein so eine Kapsel rein. Dann müssen wir nur mal ganz kurz schauen, dass ich hier eben so zack, zack mache. Und dann kommt das hier so, so. Und dann müssen wir hier mit der Spitzhacke mal eben nochmal ein bisschen arbeiten. Kann ich schon mal zumindest die Dinger dann schon mal so weit bauen, dass es am Ende passt. So, hier sind jetzt überall Seelaternen drinne. So, und dann können wir nämlich die ganzen Armor-Stands nehmen und können die hier auch platzieren. Also hier kommt einer hin, da, 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 zack, perfektico, haben wir es hinbekommen. Sehr schönes Ding. Dann würde ich sagen, der Verkaufsbereich, der wird dann hier vielleicht irgendwie hinkommen, je nachdem. Das heißt, wenn jemand hier eine Rüstung kaufen will, kann er das hier machen. Vielleicht kann ich sogar noch ein Stück weiter reingehen, dass die Teile hier immer hinter einer Glasscheibe sitzen. Oder ich setze das Ganze vor und die Glasscheiben kommen hier vor. Das könnte ich natürlich auch machen, dass ich hier entweder nochmal eine ganze Wand hier mit Glas ziehe, je nachdem. Müssen wir mal schauen, weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich auch sagen, das war es auch schon gewesen von der heutigen Folge. Wir haben auf jeden Fall mit unserem Adventure Time Shop weitergemacht. Ich denke, wir werden den heute im Livestream dann komplett fertig bauen, je nachdem. Müssen wir mal schauen, wann es genau losgeht, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, haltet Twitter oder den Community-Bereich hier auf YouTube im Auge, wenn ihr den Livestream definitiv nicht verpassen wollt, wann es losgeht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Craft Attack 6. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, wenn euch der Kanal gefällt. Und auch die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder nachher im Livestream. Macht's gut, tschüss zusammen!